eine Stelle, ach Quatsch, mal googeln sollen. Warte mal, ich kann auch sicherlich wissen bis zum, bis zur Karre. Ja, ich kann bis zur Karre reisen. Mal googeln sollen, wo man am Anfang einen guten Dolch herkriegt. Also mindestens ein. Nicht die drei. Ebenerz wollte ich sagen. Ebenerz-Dolch wäre ja schon mal ganz cool. Oder zumindest ein Zwergendolch wäre ja auch schon mal nicht schlecht. Was mir gerade so einfällt, diese ganzen Waffen, Diedra, Zwergenwölf, bla, die sind ja eigentlich alle schwere Rüstung, wenn man das nicht skillt. Wer bist du denn? Nichts als Pferde. Den ganzen Tag. Wisst ihr überhaupt, wie langweilig Pferde. Nö, absolut nicht, aber. Kutscher, wir müssen weiter. Soll ich euch mitnehmen? Ja. Wohin soll's gehen? Hüften. Zack. Klettert wieder hinein. Dann sind wir weg. Alles klar. Na, verdammt. Gut, ich starte mal den Stream neu. Wenn ihr noch nie in Rifton wart, besucht auf jeden Fall die Schwarzdornbrauerei. Nach ein paar Bechern habt ihr die lange Reise vergessen. Ja, ach verdammt. Ab und zu tappe ich mal raus, dann bleibt das Spiel stehen. Ich weiß gar nicht, warum das nicht von alleine weitergeht. Das finde ich ja total schlecht. Ah ja, Fertigkeiten verlieren. Schon bitter, wenn man im Knast sitzt. So, Stelle von Riften entdeckt. Hervorragend. Ja, Tor, Quatsch. Tor. Wie habe ich es gerade mit Versprechen? Was ich gerade ausführen wollte, Pferd kaufen ist total sinnlos, all die, weil ich ja irgendwie, naja. Stehen bleiben. Oh, was willst du denn noch? Ehe ich euch nach Rifton lasse, müsst ihr die Besuchssteuer. Schon wieder. Wofür ist die schon? Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? Das ist einer, ja, bezahlen. Ihr seid offensichtlich ein ich töte Diebe. Ich hätte euch für klüger gehalten. Oh, das von klappt nicht? Ach, scheiße. Das ist eindeutig über. Hm. Also gut. Nicht so laut. Wollt ihr, dass uns alle hören? Ich lade euch ja schon ein. Moment, ich öffne eben das Tor. Sehr gut. Ich level hier echt verdammt schnell. Ich werde natürlich auch die Gegner stärker. Ist auch nicht gut. So, ich hatte ja gesagt, dass ich mir auf jeden Fall gönnen möchte, dass mein Bogen wieder mehr Schaden macht. Oh, Schießkunst. Zack. Was kann ich hier eigentlich noch schön sagen? Kostet die Hälfte, aber verlange mir die Zeit um 25%. Ja, mächtiger Schuss. Pfeile bringen alle aus den größten zu 50. Cool. Das erfordert auch nur. Ach nee, das erfordert 40. Das erfordert 50. Na gut. Disziplin des Jägers. Was haben wir denn? Du kannst doppelt. Ja, okay. Du kannst mit Schussbreiten schneller laufen, du hast, kannst Bögen 30% schneller steuern, das ist natürlich gut. Ja, Leben ist natürlich alles ganz cool, aber so weit müssen wir erstmal kommen. Also machen wir erstmal den Grundskill besser. Das ist überspannend. 40% mehr Schaden ist ja schon mal eigentlich gar nicht mal so schlecht. Meine 40% 40%. Juhu, ich habe Riften entdeckt. So, wie war denn das? Ich bin schon wieder mit der naja, einfach mal durchrennen. Ich kenne euch nicht. Sucht ihr hier in Rifton nach. Boah, du wirst überall angelabert. Ich bin auf der Durchreise. Hab keine Angst. Das ist die falsche. Lass mich in Ruhe. Das letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Störenfried, der hier groß rauskommt. Ich bin Drachenblut, das ist nicht so schwierig. Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifton das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Aha. Schmutz, ja? Ich bin ja nicht gerade sauber. Aha. Dann sprechen wir dieselbe Sprache. Juhu. Gut. Also, was wollt ihr wissen? Aha. Warum bin ich hier? Macht ihr Witze? Mein Bruder Heuler arbeitet in ihrem Versteck. Ich war selbst mal dabei. Burn nach Hause, hab dann aber bei Maven angefangen, nachdem es mit der Gilde bergab ging. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht mit Brynjolf auf dem Marktplatz. Jemanden wie euch könnte er sicherlich gebrauchen. Ja, dann erzähl mir noch. Ja, okay. Brynjolf. Hey, ihr. Kommt her. Allmählich habe ich eure ständigen Ausflüchte. Saphir? Als ihr euch das Geld geliehen habt, wolltet ihr es rechtzeitig und mit dem Doppelten der üblichen Gebühr zurückzahlen. Sieht ja nicht ganz hübsch aus. Das weiß ich. Grüne Augen, sehr sympathisch. Wir wissen sollen, dass die Lieferung gestohlen werden würde. Posaunt eure Pläne nächstens nicht so heraus, dann wäre nichts passiert. Tja. Was?
Wollt ihr mir sagen, dass ihr es geraubt habt? Warum? Warum tut ihr mir das an? Hört zu, Chadre. Letzte Warnung. Zahlt, sonst werdet ihr was erleben. Hauptsache, ich bekomme das Gold. Alles andere ist euer Problem. Saphir, hallo? Mit euch habe ich nichts zu schaffen, also geht mir aus dem Weg. Ja, okay, gut. Ich bin ja eh nur auf der Durchreise. Ich muss nur eine Kindergärtnerin umbringen. Ich habe ja eigentlich also noch nichts vor. Wo ist denn die, ist die Kindergärtnerin überhaupt? Ach, die wird mir wieder nicht angezeigt. Ich glaube, das Waisenhaus war da vorne rechts. Bin mir natürlich wieder nicht sicher, aber... Ach, ich glaube, das war da. Honorar Orphan May. Orphanage? Keine Ahnung. Also Orphan ist auf jeden Fall der Weise, aber ich weiß nicht, was das andere... Das Nature, Age, keine Ahnung, heißen soll. Hab das nicht so ganz raus. So, auf jeden Fall. Quick Save. Wer sich seinen Pflichten entzieht, bekommt eine extra Tracht Prügel. Habt ihr mich verstanden? Ich hoffe, das klappt. Ja, gut. Und noch eins. Ich will nichts mehr über Adoptionen hören. Das ist Kalo. Dum, di, dum, di, dum, di, dum. Hat auf jeden Fall 1A geklappt, die ganze Geschichte. Zack, tot. Achso, ich wollte ja mal was ausprobieren. Letztes Mal habe ich irgendwie alle umgebracht. Da kann man nicht immer schlecht entscheiden, dass das, wem ich da umbringen soll. Ja, stimmt, da war ja, ist schon alles wieder so lange her. Naja, dazu gleich mehr. Hasst ihr die Dunkelelfen? Wollt ihr uns tyrannisieren und vertreiben? Was? Dann seid ihr in der falschen Stadt. In Windhelm herrschen Vorurteile und beschränktes Denken. Eine solche Stadt ist eurer nicht wert. Okay, warum wird nicht schon? Manche Nord suchen nach allen nur erdenklichen Gründen, um uns verachten zu können. Ach ja. Und sie hassen nicht nur die Dunkelelfen. Auch die Argonier haben sie im... Jawohl, riecht die Rasse aus wie wild. Eigentlich ist für sie jeder Nicht-Nord freiwillig. behelligt? Das ist nichts Neues. Den meisten Nord in Windhelm sind wir egal. Aber Rolf ist bei Weitem der Schlimmste. Der Rolf. Er betrinkt sich und läuft durch den grauen Bezirk, während er uns am frühen Morgen mit Beleidigungen überzieht. Wirklich charmant. Also da ich ja quasi jetzt schon bei den Mönchen bin... Also gut. Ist ein Rolf. Ist das der Rolf schon? Dann wird's ja. Nee, das ist ein. Ja, ja, du hast schon. Warte, ich muss mal kurz Rolf umbringen. Das ist mir gerade ein ureigenstes Bedürfnis. Das habe ich hier die letzten 20 Male nicht hingekriegt, aber. Jetzt sollte das eigentlich gehen. Rolf umbringen. Rolf. Bist du Rolf? Nee, das. Ich war einer der besten Soldaten der Sturmmantelarmee. Bis man mir ein Schwert durch die Brust. Dafür siehst du doch verdammt gesund aus. Hätte ich nicht diese Kriegsverletzung, würde ich jetzt gegen die Kaiserlichen kämpfen. Die Arbeit auf dem Bauernhof ist hart. Entspannung ist schön und gut, aber ich muss mir dabei immer anhören, wie meine Brüder sich über Ungerechtigkeit... Ja, der Hammer. Wo ist denn jetzt Rolf? Ich dürste nach Blut. Rolf? Rolf, Steinfaust. Oh, ist das geil. Warte mal, Quicksafen, Schleichen. Verschwindet aus unserer Stadt. Was? Scheiße. Warte mal, das war jetzt nicht so gut. Scheiße, das hat nicht geklappt. Ich habe ja gar nicht geschlichen. Warte mal, ich glaube, ich krieg den noch nicht mit 2 Schuss tot. Vielleicht, wenn ich noch einen dritten rauskriege, aber. Morrowind ist doch verwüstet, glaube ich. Na. Warte, was mir gerade einfällt. Ich stelle mich auch gerade ein bisschen doof an, ne? Geh zurück nach Morrowind, Dunkelelfenabschaum. Ihr seid ja nicht willkommen. Scheiße, der ist viel zu schnell, der Typ. Wenn ich jetzt laufe? Nein. Jede Nacht gehe ich in den grauen Bezirk und lasse diese Grauhäute wissen, was ich von ihnen... Schön, schön. Mann, warum guckt ihr mich jetzt an, Penner? Wir wollen euch hier nicht haben, Dunkelelfen. Düdüm, düdüm, düdüm. Mein Versuch, Rolf umzubringen. Oh, warte mal, das ist ja total einfach. Wenn er hier in der Ecke stehen bleibt, dann ist das gut. Mann, Junge. Krass. So, jetzt.
Letzter Fehler. Oh. Warum liegt der eigentlich so? Wie, Rolf kann man nicht umbringen. Was ist denn hier los? Rollen? Ich würde mehr reisen, aber wer will sich in diesen Zeiten schon mit all den Soldaten herum... das ist ja seltsam. Verdammt. Gut, dann war der komplette Aufwand... Das war dann ja komplett sinnlos. Ach Mann, jetzt ist das hier schon wieder. Nein, das ist genau andersrum. So wollte ich es nicht haben. Also, das ist jetzt ja doof. Ach Mann, da müssen wir wieder zurück zu Proventus. Wo war denn der schon wieder? Oh Gott. Gerade im Winter bin ich so eine Orientierungsniete. Das ist unglaublich, wie ich hier... Oh, sorry, Waffe. Kommt zu mir, wenn ihr irgendetwas braucht. Ich bin nicht nur einfallsreich, sondern auch diskret. Oh, diskret ist gut. Aber ich möchte trotzdem erstmal zur Residenz. Wie gesagt, Windhelm ist für mich echt ein Albtraum. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier immer die Orientierung verliere. Aber in allen anderen Städten geht das immer, auch wenn die Mehretage hier aufgebaut sind. Aber in Windhelm ist das mal richtig schlimm. Ja, bin ich überhaupt richtig? Nee, ich bin hier falsch. Oh Gott. Da muss ich... Ach, da ist halt. Oh Gott, ich bin schon vorbeigelaufen. Ja, es sieht irgendwie alles so gleichförmig aus. Keine Ahnung. Was? Ich habe, Mann, ich habe gerade rausgefunden, dass man deinem Begleiter eine Riesenkerle geben kann mit unverbesserten 197 Schaden. Und? Gredo die Gütige, ist sie... Ihr wisst schon. Naja. Tot. Ich wusste, dass ihr es schafft. Habe ich alles schon mal gehört. Ich wusste es einfach. Ich wusste, dass die dunkle Bruderschaft mich retten würde. Ja, retten? Hier, wie versprochen. Das sollte euch ein nettes Sümmchen einbringen. Und danke. Vielen Dank nochmal. Jo. Gut, kann ich hier direkt bei ihm hier schlafen und ihn mich rausklauen lassen können? Ja, verdammt, werde schlafen fremd. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Ich versuch's trotzdem mal. Naja, du kannst nicht im fremden Bett schlafen. Ja, Krampf. Ja, warum kann ich denn nicht im fremden Bett schlafen? Na, gut. Oh, da muss ich mir jetzt noch 10 Gold ausgeben, um in der Taverne zu pennen, weil ich jetzt keinen Bock habe, hier ewig durch die Gegend zu rennen. Moment, Taverne pennen schießt. Das. Ich mach mal wieder einen auf MC Foul. Zack. So. Muss ich nicht suchen. Das hätte ich hier wieder nach durch Windhelm irren müssen. Verdammt. Ja, da. Hauskerzenschein. Yay. Zimmer hätte ich gerne. Oh, jetzt steht er. Oh Gott. Ihr seid hier in Hauskerzen. Ja. Wenn ihr Zimmer. Lust auf ein. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier Susanna, die durchtriebene Raum. Einen schönen Aufenthalt wünsche ich. Was macht nichts, wenn sie so wenig über sie weiß? Warum ist sie denn die durchtriebene? Das habt ihr nicht von mir, aber wenn ihr etwas Richtiges zu trinken haben wollt... Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Jo, dann raus mit dir, ich muss mich entführen lassen. Vorher nochmal speichern. Zack. Oh Gott, das wird immer verwirrend, dass man die Safe-Games so nicht selber benennen kann. Ja, eine Stunde reicht eigentlich. Oh, was? Reicht nicht? Verdammt. Aber man musste doch nach diesem Mord einfach nur schlafen, oder? Dann ist man irgendwo anders aufgebaut. Oh, darf ich das nicht in der Stadt machen? Okay. Gut, das ist jetzt wie ein früher Morgen. Dies hier ist eins meiner Lieblingslieder. Eine Legende, die wir alle kennen und lieben. Ein Held, wie kann Elder die Held nach Kriegerherzen, wenn sie so wenig über sie weiß? Ein Held, ein Held. Das ist doch das, was ich immer anspiele. A hero, a hero. Ja, das kann ich. Ich kann ja nicht singen. Ich kenne nicht mal den Text. Schade eigentlich. Da fällt mir wieder die Gelegenheit ein, warum ich das Spiel hätte doch lieber auf Englisch spielen sollen. Naja. Vertane Gelegenheit. Vertane Gelegenheit. Ach, Mann. Oder habe ich was vergessen? Thorsten Grausamer, hallo. Mir gehört der Frostdistelhof außerhalb der Stadt. Ehrliche Arbeit, wenn auch ein bisschen eintönig. Ich weiß ja, ich sag nicht, ob ist hier gerade immer, ist hier immer so kalt oder ist, ich weiß nicht, wenn man da um jeden Stopp treiben kann. Ja, es ist ein bisschen doof, dass wir hier absolut nichts kennen. Na ja, gut, ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen in die Gegend rum, hoffe, dass ich irgendwo ein Bett finde oder irgendwie. Was, damit ich schlafen kann. Das ist ja gerade echt so ein bisschen, ist ja noch gar nichts entdeckt. Ja, da vorne ist irgendwie so ein Haus, keine Ahnung, was Hütte.
Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, wodurch das Ereignis ausgelöst wird, dass man halt von der dunklen Bruderschaft entführt wird.